Lol. Ich seh ja den Ball nicht mal. Das sieht ja voll witzig aus, Alter. Einfach ein durchsichtiger Ball. Eigentlich sollte ich mir mehr Bälle holen. Ich habe leider nur den einen. Und jonglieren üben. Das ist eigentlich mega nice. Wann kommt endlich mein über mehrere Folgen gespammtes Off-Meter-Yi-Top? Oh, Astral Ace. Das ist schwierig. Ich spiele eigentlich immer das, was erste Combat ist. Und das nächste, was ich spielen muss, ist Hail of Blades. Full Magic Pen Sijuani. Und da habe ich halt gar keinen Bock drauf irgendwie. deswegen ziehe ich auch die Episode ein bisschen raus. Ja, ich weiß nicht, ob ich das spielen soll. Aber es wurde jetzt schon zweimal hochgevotet, dass ich das spielen soll. Anscheinend muss ich das auch machen. Ich weiß gar nicht, welche Matchups schlecht für Lucian sind. Welche Matchups sind denn schlecht für Lucian? Also Tank-Matchups kann man halt nicht so übelst hart abusen, ne? Aber jedes Carry-Matchup kann man eigentlich gewinnen. Vielleicht Akali. Ja, vielleicht Akali ist jetzt nicht allzu gut. Oder, oh, wohl. Ach, Mann. Wow, cool. Danke. Okay, aber Evelyn plus Jace, sehr, sehr geil. Sehr geil. I love it, I love it. Wer pickt den Vladimir und Jace rein, Mann? Alter, Bro, what? Jetzt habe ich keine AMR dabei. Jetzt muss ich einen Null-Magic-Mantel gehen. Relativ früh im Spiel. So, der Carry-Rucksack wird angepackt. So, wir pullen. So, da haben wir halt wieder das Problem in dem Game. Wir müssen uns, glaube ich, einpushen lassen. Einfach, weil ich Evelyn pulle und der K6 wird halt von Bot zu Top jungeln. Ja, genau, ja. Ja, wir lassen uns einpushen und geben der Evelyn einen guten Pull. Schauen wir einfach mal, was dann passiert in dem Game, okay? Wir schauen einfach mal, was passiert. Wieso hat Evelyn die Golems gewordet? Okay. Wir schauen einfach, was passiert, Leute. Ja, das Experiment. Weil wir wollen den Vladimir eigentlich schon runterpoken, einigermaßen. Weil wenn wir können. Wenn wir nicht können, ist auch nicht schlimm. Wichtigste ist, dass wir CS treffen. What is happening? So, Kha'Zix ist gerade bei seinem Blue Buff. Boah, fast kennt ihn das. Okay. So, Kha'Zix ist fertig mit seinem Full Clear. Und gank Mitte. So, jetzt möchte ich eigentlich schon... warum läuft Kha'Zix Topset? Ah, er macht noch die Krabbe, I guess. Er hat die Krabbe noch nicht gemacht. Oder was, hä? Warum würde der Topset laufen sonst? Ein bisschen confused gerade. Ah, ich möchte dich jetzt pushen. Nervig bisschen, dass ich das gerade nicht kann irgendwie. Ich möchte mir jetzt eigentlich bald ein Reset holen, deswegen. Der Vladimir hat besser einen Wave Clear als ich gerade. Keine Ahnung. Ich kann irgendwie den Vladimir nicht einpushen. Obwohl ich eigentlich der Early Game Champion bin und er der Scaling Champion.
Danke, shit. Lass mich doch mal pushen, Digga. Was machst denn du? Komm mal her, Alter. Komm. Mach einen All-In-Trade. Der Kasis kann gar nicht da sein. Bam. In deine Fresse. Konnte gar nicht reagieren. Das war so gut gespielt von mir. Oh, bam, bam, bam. Und bam, bam, bam. Ne? Oh, was ist. What am I seeing? Was witnesse ich da gerade? Ein Vladimir. Der Botlane TP'd. Im Early Game. Oh Mann. Shutdown für ihn. Aber er wird viel verlieren. Und Kha'Zix. Wo ist Kha'Zix? Kha'Zix ist bei seinen Wölfen und wird jetzt gleich Toplane sein. Okay. Ne, er ist genau da, wo Evelyn ist, nur auf der anderen Seite der Map. Die haben genau die gleiche Route gemacht, die beiden. Oh, what? Kaisers Top? Die swappen? Hä? Muss weg. Ja, wie gesagt, Kha'Zix ist Topside. Ich will auch für die Topside-Krabbe gehen. Ja, ich habe überlegt, ob ich stay, aber. Ist risky. Kha'Zix ist an der Krabbe. Ah, ist gut, dass ich anfange, wieder ein bisschen mehr den Gegner-Jungler zu tracken. Es wird up. Okay, das Game ist anscheinend gewonnen. Weil vielleicht gibt's Games, an die ich da geintet hätte. Ne? Oder einfach keine Information vom Kha'Zix hätte. Aber ich habe einfach mitgedacht in dem Game. Dann nice ist. Und Kha'Zix kann nicht Toplane sein. Aber wir können hier actually eine Platte holen. So, jetzt sollte ich anfangen, die Wave zu mir pushen zu lassen. Leider hat meine Botlane nicht so drauf geachtet, wo der Jungler ist wie ich. Ne? Was macht der Typ? Ja. 200 Jahre Jace-Erfahrung, Leute, da gerade eben in der Combo. Ja. Legit, das hat so schnell ausgesehen. Ne, ich habe die mega schnell gemacht, ne? Ihr wundert euch. Vielleicht wundern sich ein paar, vielleicht manche nicht. Wie konnte ich so schnell diese Combo machen? Das ist einfach nur, ich bin ins Practice Tour gegangen und jeden Tag in der Früh für 10 Minuten und habe Jace-Kombos geübt. Deswegen konnte ich die gerade so schnell machen. Und habe die halt versucht, so schnell wie möglich zu machen. So, Vladimir hat kein TP. Also können wir noch eine Platte nehmen. Nächste Wave pushen, resetten. Naja, die Range-Minions scheiß ich drauf. Evelyn hat Smite. Boah, ich hoffe, die verreckt nicht. Oh Mann, ich muss rausulten. Ich könnte jetzt Botlane TP'en hier. Ja, das mache ich glaube ich auch. Oh, prima. Humble Glaive. Oh, das war leider bad as fuck. Ah. Echt, wenn ich die nicht wegnocke, dann überlebt Jenna, glaube ich sogar. Ja, ich muss wieder alles geben hier in dem Game, ne? Ich muss 100% geben, um das zu gewinnen. Jedes fucking Game. So, dann haben wir den nächsten Tower. Also wir sind halt mega gefeedet, ne? Ich glaube, das Game können wir aber carryen. So, Kha'Zix wird aber wieder Richtung Botset laufen. Den Red Buff. Können wir den da trappen? Schau mal, ob ein Trapper schon bot ist. Okay. Ich glaube, wir one-shotten den. Aber er uns auch, glaube ich. Genau, wir machen ein bisschen Schaden. Okay, die sind beim Drachen. Ah! Damn. Shutdown für Rakan, okay. Shutdown für Rakan. Und wir haben Kaiser noch geholt. Das ist fein. Holy shit, Mann. Holy shit. Ah! Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, dass Rakan kein Ulti hat. Weil wir gerade einen Skirmish-Bot-Set hatten und da Rakan dabei hat. Ich dachte irgendwie, dass Rakan keine Ulti hat. Sonst wäre ich da nicht vorgesteppt. Das war nicht so optimal. Wir haben den First Move. Wir haben den First Move. Wir haben den First Move. Das ist ein guter Fight für uns Topside. Ah, Vladimir TP'd. Muss er hin sprinten, Leute. Muss er hin sprinten. Ah,
Okay, Rakan ist dead. Oh. Okay, und lade mir Flash. Wo ist Lucian? Keine Info von. Okay, wunderbar. So, ich counter jungle die Scheiße einfach. Okay. Was? Mach einen ziemlich guten Job. Mach einen ziemlich guten Job. Weiter fokussiert bleiben. Weiter versuchen, unser Bestes zu geben hier. Aber ja, hier Bloodline. Ihr seht übrigens jetzt unten meine Runen. Gehe ich eigentlich fast immer. Ich finde die Runen, die sind voll geil. Ich finde die voll nice. Ja, auch wenn da 29 steht, ich habe nur 29 HP geheilt. Es geht einfach um den extra Damage, den ich bekomme, ne? Darum pick ich, gehe ich die Runde. Wir müssen den. Könnt ihr aufhören? Oh mein Gott, Alter, okay. Ja, das war so unnötig, by the way. Ey, was ist da mit meinem scheiß Spell passiert, Alter? Auf extenden, wir haben Herald, okay. Okay, okay. Nice Charm, by the way. Balance. Nice Generality. Bam, half HP weg. Oh, ich liebe diesen Champ! Oh mein Gott, Alter! Und es ist auch so rewarding, wenn man den actually spielen kann, ne? Oh mein Gott, wenn man die Zeit in diesen Champion reinsteckt, ne? Holy shit, das macht so Spaß! Oh mein Gott, kein Smite, ne? Ah, Talia hätte die baiten sollen. Nice. Wie die einfach echt drauf reingefallen sind, ne? Das ist krass. Okay, wir können nennen, oder? Hey! Okay, nee, ich inter da nicht rein jetzt. Oh Mann. Okay, I guess wir können enden. Sorry, my bad. Okay, wir können doch nicht enden. Wir müssen slow spielen. Arm Kaiser, HVP weg. Arm, ciao. Ciao zu deinen 700 HP, Bro. Oh, oh, you wanna get it. Okay. Digi. Yeah, Leute. Oh, yeah.